Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der 6. Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Bohrinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von Ihnen allen. Sie verteidigen sie? Daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare 2 in der Remastered-Fassung. In der letzten Folge haben wir uns ja wieder fleißig durchgeballert und das, denke ich mal, wird uns auch wieder bevorstehen. Aber diesmal starten wir ganz cool unter Wasser. Ja, Wasserkühlung halt, wa? Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, kann ich steuern? Nee. Ich muss mich fahren lassen. Na gut, dann machen wir das. USS Dallas setzt Team 2 ein. Treffpunkt beim Ziel. Alter, das ist ein Gerät, da. Hotel 6. Ah, noch ein paar Froschmesser. Froschmänner. Mann, was ist denn los heute? Ah, reingeguckt. Auf dem Oberarm kriegst du nachher. Team 2 ist beim Ziel. Der einzige schöne Tag. Ja, okay. Na gut, wenn du es sagst. Смолить эту дрань. Лакея посадишь. In Position. Schalten wir sie zusammen aus. Warte auf Zeichen. Эх, вижу морской посту. Ja, das war schnell. Oh, bisschen frisch hier, ne? Sektion 1 Alpha. Rücke zur Sektion 2 vor. Roger, Hotel 6. Ich wollte aber in Hotel 5. Wir haben die schöneren Laken. Bleiben, Leute. Und so ein Minzstückchen auf dem Kopfkissen. Kennt ihr das? Oh, das ist toll. Da fühlst du dich gleich so ein bisschen gern der Heimat wie zu Hause. Schalldämpfer einsetzen. Und warten, noch nicht. Und jetzt. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Ach, dann nicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Seid ihr ready? Okay, ich bin ready. Ihr seid ready. Sind wir ready. Alles in Ordnung. Wertvolle Fracht in Sektion 2 Echo gesichert. Perfekt, als wären wir Profis. Oh. Was bist denn du? Ein Scharfschützengewehr. Okay. Nach oben, dieser Bereich ist gesichert. Alles klar, hoch. Das war ja zu einfach. Gehst du, alter Hühne. Sektoren beobachten. Feindlicher Heli auf Patrouille. Aufpassen, Hotel 6. Roger. Heli nähert sich, runter jetzt. Hotel 6, weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Okay, ihr da vorne, ich hier hinten. Um. Nein. Sicher.
Das wäre fast in die Hose gegangen, du. Da steckt schon der Kackstift, ne? Naja, verständlich. Würde jeden so gehen. Drink Cola. Aber bitte nur zuckerfrei, weil sonst wirst du fett. So, halt mal fest. Okay, ich folge. Alles klar. Jetzt? Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis sie näher sind. Sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Ach, da kommen sie. Warten. Ich warte immer noch. Plan B. Los. Ich hoffe, das war Plan B. Okay. Da ist noch einer. Hört doch auf, wenn man mit euren Granaten hier. Nachher tut sich noch einer weh. Echt jetzt. Was denn? Ich roache ja schon. Ich bin... Oh, Papa Roach bin ich. Ha! Versteht ihr, Papa Roach? Kennt ihr noch, was war? Früher war das so ein Ding, heutzutage hörst du ja nicht mehr so viel, ne? Ach, das sagst du immer. Und dann ist schon 12. Na? Ui. Macht er einfach hier sein Granatending, du. Was denn jetzt? Doch hier hoch. War ich doch richtig. Hotel 6, Team 2 evakuiert die Geiseln von den unteren Decks. Sofort aufs Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern. Over. Verstanden. Okay, over, over. Roger, roger. Ey. Wow. Ich geh mal weg hier. Mach mal weg, Gerinski. Aua. Ich nehme so ein bisschen Blutungsschaden. Oh, warte mal. Ja. Schwere. Na. Los, was machst du? Steh auf. Oh. Entschuldigung. Granate. Oh, hör auf mit deiner Granate. Junge. Wieder hoch, ja? Okay. Oh, ich sehe, was da kommen kann. Hey, du Seife! Was war da los? Den hättest du auch gesehen. Den lasst euch heute aber auch ziemlich häufig treffen, ne? Ist doch sonst immer mein Job. Zehn Minuten in Game und noch nicht tot. Das waren seine letzten Worte. Zwölf Uhr. Neun Uhr, zehn Uhr. Entscheidet euch mal für eine Uhrzeit. Oh. Rauchen ist ungesund, aber das ist auch der Richtige, wa? Warte mal, kann ich auch?
befinden sich Geiseln und möglicherweise Sprengsätze. Over. Verstanden. Alle Teams Feuer einstellen. Na? Wir wissen nicht, was hinter den Türen wartet. Was ist der denn jetzt? Das ist der Ghost. Okay, du da, dann ich hier drüben, ne? Dann machen wir wieder den Spaß hier. Na? Leider die falsche Knifte. Alle Geiseln wurden gesichert. Wiederhole. Alle Geiseln gesichert. Hier sind rote Fässer. Ich würde interessieren, was passiert, wenn ich jetzt drauf ballere. Marines werden abgesetzt und übernehmen die Raketenstellungen. Team auf Phase 2 der Operation vorbereiten. Ende. Hunter 2-2 hier Punisher. Bohrinsel gesichert. Alle Sprengstoffteams haben Landefreigabe. Roger, Punisher. Hunter 2-2 hat verstanden. Punisher, Hitman. Hier Phoenix 1-1. Ein Name mit Tradition. Quadrat 257221. Herr, bitte Statusbericht. Phoenix 1-1, Punisher. Luftraum sicher. Herr Captain Pilot, hier gibt's keine Sicherheitsgurte. Ich will nicht runterfallen. Quadrat 255202. Lokaler Luftraum ist gesichert. Wiederhole, lokaler Luftraum ist gesichert. Vorrücken zum Zielgebiet auf November 2. Das sind unsere. Punisher hier, Hunter. Hunter 2-2 sichert die Raketenstellungen an der südwestlichen Ecke des Hauptdecks. Hunter 2-3 rückt zum Vorturmgebäude vor, um die Sprengsätze zu entschärfen. Punisher an alle Einsatzteams. Alle Raketenstellungen neutralisiert. Alle Raketenstellungen wurden neutralisiert. Luftraum wieder sicher. Ja, machen wir Wandertag mit Helikopter. Ja, warum nicht? Flotte räumt auf. Wird Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte, dieses Gebäude. Das meiste davon ziemlich hässlich. Erst ein Schloss. Mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges. Von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Also lassen wir ihn frei. Uh-oh. 30 Sekunden. Ohne 2-1. Hier Jet 1-1. Zwei F-15 sind unterwegs. Vier Rams für den Abschnitt. Bereithalten zum Angriff. Over. Bestätigt, Chester. Ausschalten. Zielerfassung. Box 3. Guter Abschuss. Guter Abschuss. Ihr habt den Felsen getroffen. Sehr gut, Jungs. Viel Glück. Ende. Alle 3 verstanden. 2-2, alles verstanden. Ich bin so ein toller Scharfschütze. Ich würde nicht mal den Felsen treffen. So ein Ding ist das. Der Gulag. Tag 5. Die haben da Raketen. Vier Feinde auf dem nächsten Turm. Ihre. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Ey. Siehst du? Ich sag ja Sicherheitsgurt. Ein Mann in einem Gulag bedeutet der Navy im Moment nicht viel. Verdammt, Amis. Ich dachte, das wären die Guten.
Ja genau, verdammte Amis. Okay. Dann wollen wir mal. Die schießen auf uns. Warum machen die sowas? Wissen die nicht, dass das gefährlich ist und jemand dabei draufgehen könnte? Ja. Ach, da oben. Das wird günstig für uns, aber nicht für die. Oder welches Dach denn wieder? Das Dach, was ja jetzt weg ist? Was heißt das? Ich hab ihn doch erwischt. Naja, okay, ich will dir es gönnen. Quatschen müssen. Aua, was? Kommt ihr denn her? Müssen wir hier rein oder da hoch? Okay, Kinder, ihr wisst, wo es lang geht. Schnappen den Gefangenen 627 und verschwinden. Ecken überprüfen. Los! Husch, husch, alle weg hier. Diese Mission, sowas macht mir am meisten Spaß irgendwie. Enge Story. Russische Nachrichten, braucht kein Mensch, kommt eh nur Mist. Ja, wie bei uns. Alter Falter. Kommst hier rein und es ist Party Hard. So. Vorsicht. Was ist denn das für ein tolles Gelände hier? Also gerade bauen können die auch nicht, ja? Da wollte meine Granate nämlich gleich wieder zurück. Das finde ich nicht so toll. Ja. Was glaubst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Ziel erledigt, die Zelle ist gesichert. Bewegung! Sprechen Sie mit mir, Ghost. Die Zellen sind leer. Ich habe Gefangener 627 wurde in den Osten verliebt. Sie müssen durch die Waffenkammer reden. Das ist der schnellste Weg. Roger. Durch die Waffenkammer? Runter in die Waffenkammer. Bewegung. Runter ist da runter, wa? Guck mal, da fehlt was. Hier, Treppe. Ui. Hallo. Sehen Sie etwas Schönes? Ich schau gerade. Ich sehe drei, nein, vier feindliche Truppen. Irgendwie nichts, was ich jetzt geiler finde als meine Waffen.
Ich kann sie kommen hören. Los, wir sind hier zu ungeschützt. Ghost, Tür aufmachen. Verdammt, wir haben sie total verriegelt. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Zu spät, sie sind schon da. Aua. Aua. Sag mal. Vielleicht macht's rum. Na super, da habe ich ja. Da habe ich ja was zu tun hier. Einsatzschild, echt? Roach, einen der Einsatzschilde nehmen. Ah. Einsatzschild mitnehmen. Ja, was denn, wo denn? Ich sehe hier kein Einsatzschild. Tür aufmachen! Hinten. Kann ich damit ballern? Mal weg. Lenken Sie mit dem Einsatzschild das Feuer auf sich. Warum ich? Au, war? Was war denn das? Nämlich Wladimir Putin. Ja. Dann auch tot. Achso, so ein Ding wird das. Immer vor, umholzen, okay. Na. Ui. Ihr habt sie auch gesehen, die Gatling, oder? Okay, weg mit dem Einsatzschild. Wir treffen sie uns. Im Einzelhaftblock funktionieren die Kameras nicht. Der Strom muss dann ausgefallen sein. Roger, alle auf Nachtsicht umschalten. Okay. Ey, meine Knifte ist weg. Halt dein Maul. Oh, na super Scheiße. Wie Kakerinski ist das denn? Na super. Schild, ey. In Arsch. Na. Ja, nehmen wir erstmal das hier. Nehmen wir erstmal die Knifte. Nee. Schweres MG mag ich gern. Oh. Nee, das ist eine Schrotze. Schrotzen mag ich nicht so. Eieiei. Was soll denn das jetzt schon wieder? Sicht kann ich mir jetzt wieder sparen. Was zur Hölle war das? Die Navy muss das Feuer einstellen. Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereithalten. Bravo 6, Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Naja, Shepard. Thomas ist nicht schlecht. Oh, warte mal. Die ist cooler. Ach, das kann ich immer nicht entscheiden. Nee, komm, wir nehmen das Famas. Mal weg, hier ist noch Munition. So. Los, los, los! Ah, Feuerstoß, okay. Der alte Duschraum liegt etwa 10 Meter vor Ihnen auf der linken Seite.
kommen nur durch die Wand rein. Los, die Ladung muss an die Wand. Wir nehmen eine Abkürzung. Kann nicht feuern. Super, jetzt ruft Arbeit an. Ich rufe gleich zurück. Alles gut. Oh. Kollege, ich rufe gleich zurück. Das ist mal gut. Ja, wahrscheinlich hat sich hier noch ein Spätdienst krank gemeldet. Nein, ah, genau. Ah. Habe ich einmal frei. Scheiße. Sie nicht, die guten alten Deckungsschilder. Spinde. Die so werfen, dass sie hinter ihnen explodieren. Wo? Was, wo? Mich hier gerade zu sehr festnageln. Sag mal, geh weg. Geh weg. Oh. Oh. Da, geh weg. Arschnase. Ah, du kannst hier echt nirgendwo gerade hin, oder? So, machen wir jetzt auch. Ihr könnt scharf schießen, ich kann das auch. Ah, schon wieder? Überall. Wieder Granate, Rinski. Lass mich hier deutlich zu lange. In den Arsch. Da schieße ich hin. Werden es auch mal weniger? Auch hier. Ihr habt keinen Bock da oben hinzuschießen, oder? Jetzt schon wieder. Wo kommt das Ding jetzt schon wieder her? Alles klar, ich würde auch gerne duschen, aber na toll. Komm, lass duschen gehen. Ich bin mir zu doof da oben. Ghost, wir sind im alten Tunnelsystem unterwegs Richtung Süd-Südwest. Okay, folgen Sie weiter dem Tunnel. Sprechen Sie mit mir, Ghost. Ich will hier weg sein, wenn die Schiffe wieder feuern. Weiter. Wir sind fast da. Fast da? Das sagst du doch schon die ganze Zeit, oder? Erfasse zwei Wärmesignaturen. Eine sollte zum Gefangenen 627 gehören. Okay. Er versteckt dich gerade.
Aua. Wir sind hier, um dir zu helfen. Fallen lassen! Soap? Hey. Price? Das gehört Ihnen, Sir. Wer ist Soap? Und was ist das überhaupt für ein Name? Okay, so ein Ding wird das. Action rennen. Komm, renne. Wir haben keine Ausdauer mehr. Oh oh. Ach komm. Ah, nur weil ich dann nicht schnell genug dann wieder zurück war. Da ist der Helikopter! Bereit machen zum Springen! Zurück, zurück! Wir müssen jetzt! Er ist weg und vor und jetzt zurück. So, sagst du uns wo lang? Hier lang, hier lang! Hier lang, dort lang, wo lang? Oh lang! Aua. McTavish, ich bleib bei dir. Das ist aber schlecht. Ich hasse Sackgassen. Die sind so sackig. Oh oh. Bin ich jetzt wieder draufgegangen oder was? Oder wie? Oder wer? Nee. Danke, Price, Mann. Okay. Geschirr? Sollen wir jetzt noch abwaschen oder was? Achso, so ein Geschirr. Ja, okay, das nehme ich. So ein Geschirr nehme ich. Oh, ich hasse sowas. Der Kerl ist verrückt. Passt ja irgendwie zu mir. Emergency Broadcast. Notfall-Evakuierung. Begeben Sie sich zum nächstgelegenen Schutzbunker. Oh oh. Maximal ein Gepäckstück. Was nimmst du denn da mit? Klopapier? Ja, Freunde, aber was wir in unseren Koffer packen, das sehen wir in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.